Gemeinschaft ist ganz klar ein Glücksfaktor. Aber wenn die anderen mal nicht da sind, ist man alleine und zwar mit seinem eigenen Kopf und mit seinem eigenen Hirn und dann sitzt man da. Und wo ist dann das Glück? Ich fahre jetzt nach Potsdam und habe einen super Plan. Ich treffe Professor Tobias Esch. Freue mich, hallo. Und der wird in meinen Kopf reingucken, nämlich in mein Hirn. Und ich hoffe, dass er da irgendwas findet, dass er mir sagen kann, ob ich glücklich bin und was mich glücklich macht. Ist das denn für manche Menschen seltsam, wenn sie ihr Gehirn sehen? Ja, das ist für manche Menschen komisch, weil sie auf einmal feststellen, dass das Ich plötzlich einen Ort hat im Körper oder einen vermeintlichen Ort hat, nämlich das Gehirn. Das ist für viele erstmal eine komische Vorstellung. Okay, weil es plötzlich etwas zum Anfassen ist. Bislang war es irgendwie nur... Genau. Jetzt kommt noch so eine Art Antenne oben drauf. So, als letztes noch ein Spiegel. Magnetresonanztomograph, MRT. Jetzt bekomme ich von Professor Esch schöne Musik. Er zeigt mir leckere Schokolade. Das sind angeblich lauter glücksbringende Impulse. Mal sehen, ob er das in mir sieht. Okay. Danke, vielen Dank, das war's für jetzt. Ich find's jetzt schon geil, ich bin jetzt schon glücklich. Tut mir leid, es tut mir ganz schlecht an mir. Wir haben Spuren des Glücks bei Ihnen hier zeigen können und das nur bei wenigen Messungen. Sie sind also offensichtlich ein sehr gutes Versuchsobjekt. Und was man sofort sieht, ist, dass in dem Teil des Gehirns hier vorne deutlich an Aktivität zugenommen hat. Und das ist, würde ich mal sagen, schon auch relativ deutlich. Das heißt, Schokolade scheint etwas zu sein, was Ihnen Glücksmomente oder positiv besetzt ist. Ich bin Küchenmensch. Mhm. Ich backe total gern. Ich koche total gern. Das sehen wir relativ deutlich und gleichzeitig hat eine innere Stimme gesagt, Vorsicht. Mhm. Hier vorne, da ist die Person, da sitzt die Regierung Engelke, hier vorne. Mhm. Das Gewissen und die Moral, dieses, naja, darfst du das denn, ja? Also hier hat Ihnen offensichtlich etwas gefallen bei der Schokolade, aber eben immer mit diesem kleinen Zeigefinger des schlechten Gewissens vielleicht dabei. Mhm. Wenn wir weiter durch das Gehirn zur Seite gehen, kommt es zu einem sehr starken Aufleuchten in einem Bereich des Gehirns, der für uns ausgesprochen interessant ist, als Glücksforscher, sage ich mal, dem sogenannten Hippocampus. Es ist der Teil des Gehirns, der einerseits für Emotionen, auch Lust zuständig ist, aber vor allen Dingen auch für Erinnern, für Merkfähigkeit. Das leuchtet nicht bei jedem auf, mit dem Sie das Schoko-Experiment machen? Nein. Muss ich mir das vorstellen wie ein Muskel, den ich trainiere? Genau. Das für das Gehirn gilt wie für einen Muskel, use it or lose it, ja, benutze es oder du verlierst es, es wird kleiner. Das heißt, wenn jemand chronischen Stress hat, dann verkümmert erst dieser Hippocampus, der kann sogar in Extremfällen regelrecht vernarben. Wenn wir solchen Menschen helfen wollten, wäre eine Möglichkeit rauszufinden, was macht dich glücklich, was stimuliert dich. Okay, was kann man denn tun, um da was anzuschieben? Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Meditation, die sogenannte Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, ich blende alles, auch an stressigen Dingen, was war oder was kommen könnte, negative Gedanken aus und konzentriere mich nur auf das Jetzt. Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz bewusst in eine bestimmte Richtung schicken, nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten und gucken, ob irgendetwas in Ihrem Wahrnehmungsfenster auftaucht und andere Dinge, die vielleicht trotzdem da sind, in den Hintergrund geraten. Laut die Vögel. Wenn man meditiert und regelmäßig, lernt man halt dieses Aufmerksamkeitsfenster, ich nenne das manchmal den Taschenlampenkegel des Bewusstseins, ja, bewusst weit und eng zu machen, das lernt man. Jetzt ist es der Bus, im nächsten Moment ist es der Nachbar, der mich stört, weil er zu laut Musik macht.
ich kann die Taschenlampe gehen lassen und einfach nur wahrnehmen. Und wenn ich sie nicht auf den Bus und die Abgase lenke, sondern auf meinen Atem, dann nehme ich das nicht wahr. Vielleicht läuft alles darauf hinaus, dass es Momente geben sollte am Tag, in denen man sich kurz mal besinnt, oder? Ist es das? Ja, absolut. Karl Valentin hat so einen schönen Spruch gesagt. Er hat gesagt, heute habe ich eine Verabredung mit mir selbst. Ich bin ganz gespannt, ob ich zu Hause bin, ob ich mich antreffen werde. Also okay. Es geht eben genau um diese Idee, in mir selbst heimisch zu sein und in mir selbst heimisch zu werden, anwesend zu sein, einen Termin mit sich selbst, eine Verabredung mit sich selbst zu haben. So banal, ja? Dann haben wir es ja jetzt. Meditiert alle und ihr werdet alle glücklich. Das ist der einzige Weg. Nein, absolut nicht. Also Meditation ist eine Möglichkeit, die mich dazu bringt, diesen Moment der Verbundenheit, auch der Sinnlichkeit zu erleben. Das kann ich erleben beim Sport. Momente, die ich mit meinen Kindern teile oder mit anderen Menschen etwas gemeinsam mache, lesen. Viele Möglichkeiten.